Hallo zusammen, hier ist wieder Eutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und so wollte ich euch heute eine weitere Folge von meinem kleinen Goldtagebuch präsentieren. Diesmal das letzte Mal vor Patch 8.3. Ab nächster Woche wird es dann richtig interessant, was das Goldmachen angeht. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was ich die Woche so erwirtschaftet habe. Und zwar war die Woche erstmal relativ schlecht. Hatte ja jetzt Urlaub gehabt über die Feiertage und dementsprechend war mein Schlafrhythmus ein bisschen raus. Den habe ich wieder reingekriegt die Woche und ja, ich bin leider nicht sonderlich viel zum Spielen bzw. dann auch zum Boosten gekommen. Deswegen haben wir da jetzt tatsächlich nicht so viel Gold gemacht. Wir waren das letzte Mal bei 3,855 Millionen Gold und sind jetzt bei meinem Main bei 4,585 Millionen. Also wir haben doch ein bisschen was plus gemacht, aber nicht so viel. Ich glaube, gestern war ich noch bei knapp ein bisschen über 4 Millionen. Ich habe am Samstag alleine eine halbe Million gemacht. Das hat jetzt so ein bisschen, war jetzt so ein bisschen die Rettung, sonst wäre die Woche extrem schlecht gewesen. Sonst hätte ich vielleicht nur 200k durch Boosting-Geschichten gemacht. Aber dadurch haben wir jetzt nochmal knapp eine halbe Million am Samstag gemacht. Inselboosts und hier dieses PvP-Dings in Boralos, ne? Also dieses Arena-Ding, wo so ein Titel und Wappenröcke und so ein Gedönskrieg habe ich dann noch verkauft am Samstag und da ging das dann jetzt tatsächlich noch ein bisschen nach oben. Und natürlich haben wir wie immer auch ein bisschen über Berufe was vertickt. Ich habe jetzt nicht so viele neue Sachen hergestellt. Ich muss aber sagen, ich habe erstaunlich viel verkauft und ich schätze, ihr seht hier unten alleine 183.000. Das sind jetzt alles irgendwelche Sachen über Schmied und Lederer. Ich glaube, da haben wir ja schon ausführlich in den letzten Videos erzählt. Und ich habe da tatsächlich relativ viel Gold gemacht. Hat so ein bisschen den Hintergrund, ja, dass wahrscheinlich viele Leute jetzt nicht mehr restockt haben, nicht mehr die 370er-Items gecraftet haben und uns ins A hauen, sondern so ein bisschen abwarten. Ihr wisst ja, mit 8.3 kommen ja die ganzen Items, die man jetzt auf Item Level 370 bauen kann, auf Item Level 400. Und natürlich, wenn es 400er-Item gibt, wer soll dann noch die 370er kaufen? Dementsprechend sind da viele Leute auf den Zug aufgesprungen und gesagt, okay, ich verkaufe jetzt noch das, was ich habe, stelle nichts Neues her, sonst bleibe ich drauf hocken. Ist wahrscheinlich auch clever. Ich habe tatsächlich die Waffen nochmal neu hergestellt, weil ich gemerkt habe, der Markt zieht an. Ich verkaufe viel mehr als sonst, weil halt die meisten anderen ihre Sachen zurückhalten oder nichts Neues mehr craften. Und da habe ich wahrscheinlich jetzt die Woche relativ gut verdient. Jetzt haben wir alleine hier 184k, nochmal hier 80k. Also wenn ich überlege, dass ich, glaube vor vorletzte Woche knapp noch an die 100k gekratzt bin und jetzt 270.000 eine Woche, ein Char, Berufe, läuft, ne? Also echt gut und ich habe jetzt nicht viele restockt. Wie gesagt, ich habe hier die Woche kaum was gemacht, war wieder in der Arbeit unterwegs und dann eigentlich abends gleich ins Bett, weil ich so müde war. Schlafrhythmus ist gefixt übrigens an der Stelle, aber dafür konnte ich nicht oft reposten, vielleicht nur einmal am Tag, was nicht viel ist tatsächlich. Oder ja, und dementsprechend ist das ein gutes Ergebnis dafür. 270.000 über Berufe gemacht und ja, warte mal, 4,85 Millionen? Wir sind bei ziemlich genau einer Million, oder? Seht ihr das? Wir sind halt genau bei einer Million plus. Ob ich's drauf angelegt habe. Gut, klar, mit den, ne, hinterm Komma in Anführungszeichen, also die unter 1000 Gold sehen wir jetzt nicht. Aber ich bin bei 4,855 Millionen. Und letzte Woche war ich bei 3,855 Millionen. Sehr schön. Ja, das ist doch ein nettes Ergebnis. Kann man nicht motzen. Haben wir hier schon mal alleine eine Million plus gemacht. Heißt, Schuldigkeit ist getan für die Woche. Eine Million will ich ja immer plus machen. Oh, was habe ich hier mit der Map gemacht? Irgendwo hingezogen. Jetzt gucken wir mal. Ich habe mich jetzt hier auf den Transmog-Char eingeloggt. Und ihr wisst ja, ich habe ja in letzter Zeit angefangen, ein bisschen Transmog zu farmen. Das sieht man unter anderem auch hier bei dem anderen Add-on. Hier bei dem, wie heißt es, All the Things. Ich habe relativ viel mittlerweile an so Transmog-Gedönse. Und ich farm keinen Transmog, um es aktiv im AH verkaufen zu können. Dafür selt sich's zu schlecht. Aber ich farm halt für mich, für die Sammlung was. Und dann fällt halt viel Zeug ab, was man halt auch verkaufen kann. Und dementsprechend tue ich ja hier mit meinem Gammelchar, nenne ich ihn jetzt einfach mal, Zeug ins AH. Und ihr seht, hier sind ewig viele Greens für
ein paar K-Rezepte und alles Mögliche habe ich hier im Auktionshaus. Und es sind insgesamt 1000, es sind schon 1200 Items. Es wird halt immer mehr, das ist halt das Problem. Und es verkauft sich halt echt schlecht. Ne? Ich rate niemanden hier, dass er aktiv krass Transmog farmt. Ja? Ich hab da auch Sachen drin. Die sind tatsächlich ganz gut was wert. Also ein paar Sachen sind auch falsch eingestellt, aber es gibt auch so Epic-Sachen, die tatsächlich was wert sind. So eine Axt, die jetzt hier 25k wert ist oder so Nachbildungszeugel. Oder hier auch nochmal ein Item. Und ein paar Sachen sind auch falsch eingestellt, also das hier, ne? Da gab es anscheinend keine Preisquelle, deswegen hat das einfach für Goldcap eingestellt, was natürlich Käse ist bei irgendeinem Green. Aber ich habe auch viele Sachen drin, die sowas wert sind, ne? Von diesen 1200 Items habe ich tatsächlich auch ein bisschen was verkauft. Ihr seht, wir haben hier 47.000. Halt, warte mal, ich muss das ein bisschen rüberziehen, sehe ich gerade, sonst seht ihr da gar nicht, was da Sache ist. Und wenn wir jetzt hier mal grob durchschauen, dann sind das irgendwelche, ja, ich habe eine Spinnenseide habe ich verkauft, ne? Was habe ich hier noch verkauft? Ich habe teuflische Waffen verkauft, die ich auch beim Farmen gekriegt habe. C-Lenden habe ich hier verkauft. Dann haben wir irgendwelche Runen noch verkauft. Irgendwelchen Flemmling, das ist ein Pet. Hier sind Pläne gut für 3 Gold. Teilweise auch wirklich für Kleinstbeträge, was ich hier Sachen verkauft habe. Irgend so eine Maske habe ich verkauft. Mal das Sageras, da habe ich auch einen Haufen bekommen. Irgendwelche Begleiter, irgendwelche Low Transmog Items, Abhärtungsbuch, das ist glaube ich von meinem Farm aus. In der brennenden Steppe habe ich ja auch ein bisschen was gefarmt für ein Rezept. Oder Götze des Anubis, das ist glaube ich aus einer Raid-Instanz. Ich glaube aus Akku müsste das sein. Und da farme ich ja auch Transmogner, droppen auch Pets. Und auch die versuche ich natürlich an den Mann zu bringen. Und ja, was ich natürlich hier dazu sagen muss, ich habe jetzt auch ein bisschen Gold gemacht, wie ihr jetzt gesehen habt, 47.000. Aber du hast natürlich immense Einstellkosten bei 1200 Items. Muss man das berücksichtigen. Und es ist natürlich ein immenser Zeitaufwand, das ganze Zeug einzustellen. Wenn ihr jetzt jemand seid, der nur eine gewisse Zeit fürs WoW-Spielen Zeit hat und dann immer wieder so viel einstellen müsst, dann rentiert sich das fast nicht, das als Goldmethode zu nehmen. Ja. Ich habe halt den Vorteil, ich habe 2 WoW-Accounts, das Einstellen mache ich immer auf dem zweiten Account, ich muss alle paar Sekunden dann oder alle Minute, wenn das alles durchrattert, mal 1, 2 Klicks machen und fertig und dabei spiele ich auf den ersten, da ist das angenehm. Oder wenn man nebenbei einen Film oder irgendwas schaut, dann geht es aber auf Dauer, wenn man eine Stunde wieder Zeug am Einstellen ist, weil man muss ja immer warten, dass das Postkasten rauskommt, wieder einstellen. Das zieht sich halt ungemein. Ne? Also das ist halt dann so also Sache, da machen zwar viel klein, viel Mist, aber viel klein, viel kostet halt auch viel Zeit zum aus dem Postkasten nehmen und wieder einstellen. So, jetzt sind wir hier bei 900.000 bei meinem Gammelchar. Mal gucken, 93k haben wir gemacht. Für den ganzen Mist, der am Rande abfällt, ist es doch ganz nett. Und ihr habt auch gesehen, das sind auch viele kleine Sachen, die mal 20 Gold, die mal 1 Gold wert sind. Das summiert sich dann halt unterm Strich dann doch auf und dann hat man doch relativ viel. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das hatten wir eingetragen, die 4,85 Millionen. Jetzt schauen wir mal, was wir noch mit dem zweiten Account gemacht haben, was wir da noch so verkauft haben. Ich glaube, manche andere Berufe sind auch angezogen. Also vor allem Schmied und Lederer. Das zieht halt an. Mit den Trinkets geht das auch so ein bisschen. Ich habe auch viel Gold investiert die Woche tatsächlich. Und zwar habe ich viel geschaffelt. Wenn ich weiß, was Schaffeln ist, Expulsum Schaffeln. Und zwar habe ich Handgelenke hergestellt. Also von einem Schneider kann man so Handgelenke für 10 Stoffe herstellen. Und die nehme ich wiederum, schicke die auf die einzelnen Chars, packe die in den Scrapper hier rein, der da hinten steht. Und bastel daraus Expulsum. Mit dem Expulsum kann ich dann halt wiederum, hier haben wir es. Also mit dem Char habe ich, seht ihr, 620 Expulsum, kann man dann wieder die Items herstellen. Ja, ich muss jetzt sagen, hier bei Schneider, das kannst du ziemlich vergessen, aber durch das Expulsum-Shuffeln habe ich halt einen Haufen Mats gekriegt und die sind weggegangen. Da haben wir auch wieder 54k, ist jetzt nicht gewaltig, aber ja, ist okay. Ja. Und ich shuffle halt in dem Sinne, dass ich quasi die Greens dann klein mache, im Scrubber und die blauen Sachen, die disse ich dann und ich habe mit dem, den können wir auslassen, da brauchen wir nicht gucken, und ich habe mit dem Schneider-Char auch VZ noch und da habe ich dann ja auch diese Route mir geholt, wenn ich dann blaue Sachen disse, kriege ich auch manchmal Epic-Splitter oder mehr blaue Splitter und das kann sich schon lohnen, habt ihr gerade gesehen, der Großteil von dem Zeug, was ich da verkauft habe, ist tatsächlich durch Splitter-Einnahmen und ja, das lohnt sich
Definitiv, vor allem wenn man mit vielen Chars shuffelt. Ich muss jetzt auch noch mal ein bisschen gucken auf Blackmoor, ob ich auch noch ein paar Chars, ein paar Horden-Chars, wo ich dann auch ein bisschen noch mehr ins Business einsteigen will. Und da brauche ich halt auch Expulsum, denn ich habe leider gestern entdeckt, wurde ich von jemandem im Stream drauf aufmerksam gemacht, dass die Expulsum-Kosten von den 400 Item-Level-Items aus 8.3 wesentlich höher sind als die Expulsum-Kosten, die aktuell der vorherrschen. Ihr seht hier, man Haufen Trinkets verkauft. 144k kann man jetzt nicht motzen. Die Preise sind wieder ein bisschen hochgegangen. Ihr seht, manche teilweise 4k, 3k, hier mal auch sogar eins für 9k, viele aber für 2 bis 2k, 1k. Das sind jetzt nicht die krasse Preisspanne. Aber alles um die 2K lohnt sich eigentlich schon. 1,4 ist wirklich so das Minimum. Das war noch am Anfang der Woche, wo ich das verkauft habe. Mittlerweile steigen die Preise wieder ein bisschen, was ich ganz gut finde. Denn umso höher die Preise, umso mehr Gewinn machen wir natürlich mit den einzelnen Items, die wir verkaufen. Was ich noch ein bisschen restocken muss, sind Glyphen. Da habe ich jetzt nicht mehr so viele. Da müsste ich gucken. Ich habe auch mich schon ein bisschen vorbereitet, ein bisschen Tinten schon mal hergestellt. Auch das ist natürlich ein Zeitfaktor. Das kann man natürlich relativ schön durchlaufen lassen. Einmal dieses Zeug gekauft und Tinten hergestellt, dann läuft es ja durch. Also alle herstellen, dann kann man schon mal eine Stunde Tinten herstellen. Ist auch dann bequem auf dem zweiten Account machbar, aber wenn man halt einen Account hat und was spielen will und dann eine Stunde warten muss, bis man wieder was machen kann, ist halt ätzend, ne? Gut, was haben wir hier gemacht? 160k mit Inschriftenkunde. Jetzt sind wir insgesamt bei 1,171 Millionen. Das ist doch ganz nett. Haben wir uns auch wieder ein bisschen gesteigert hier auf dem Inschriftenchar. Der hat noch Alchi, aber wie gesagt, mit Alchi mache ich tatsächlich überhaupt nichts im Moment. Dann schauen wir mal noch auf Blackmoor. Und zwar können wir da zwei Sachen gucken. Jetzt gehen wir erstmal auf meinen Lederer Schmiedechar und gucken mal bei dem. Ich müsste mal schauen, was ich ausgegeben habe. Ich glaube, ich habe die Woche in etwa 100.000, ja, auf Lothar habe ich, auf Lothar sage ich, auf Antoninas habe ich, glaube ich, sogar, ja, was waren es? Waren es, ja, fast 100.000 habe ich ausgegeben für Stoffe tatsächlich. Um die umzuwandeln. Auch für den Main-Char habe ich Expulsum geschaffelt. Zwar jetzt nicht so viel, aber ein bisschen zumindest. Und wir können mal gucken, was ich mit dem an Expulsum habe. Auf der Bank. Der hat auch 415 Expulsum. Auch da muss ich jetzt noch ein bisschen was ranschaffeln. Das ist tatsächlich nicht so viel. Wie gesagt, man braucht jetzt teilweise für ein normales Teil 3 Expulsum und für ein großes 5, beziehungsweise ja. Wenn man die Rezepte natürlich nicht hat, noch mehr und das ist schon einiges. So, dann haben wir jetzt hier nämlich meinen Schmiede- und Lederer-Char auf Blackmoor. Mit dem habe ich diesmal weniger Gold gemacht als mit dem Antonidas-Char. Ne? Ihr seht hier 174k, ist vollkommen in Ordnung, ne? Brauche ich nicht motzen, ist ein guter Goldwert. Aber jetzt im Vergleich zu den 270k, die ich auf, die ich mit meinem Lothar-Char gemacht habe, ist natürlich super duper. Jetzt bin ich gerade am gucken, nicht dass ich irgendwie was übersehen habe und mit dem anderen Char das Pet verkauft habe und deswegen so viel Gold gemacht habe. Nicht dass mir da falsche. Nee, das Pet ist noch da, okay, weil das hatte ich für 200k drin. Nicht dass da falsche Werte natürlich mit in die Berechnung einfließen, das wollen wir natürlich nicht. So, wir haben 174k und haben da noch eine Aktion mehr. Die holen wir auch noch raus. Vielleicht ist es ja das große Gold. Okay, 2000 Gold. Besser als nichts. Definitiv besser als nichts. Ja, schau mal, jetzt steigen wir hier auch schon. 810k. Bald haben wir 2 Millionen auf Blackmoor. Wo ich mit den Berufen angefangen hatte hier, war ich fast, also als ich dann investiert hatte, ich glaube, ich hatte so 200k oder so, 200-300k hatte ich. Ich habe dann in die Berufe komplett investiert, war dann blank. Und habe jetzt in der Zeit langsam das Gold wieder hochgezogen und jetzt haben wir bald die 2 Millionen erreicht, was doch sehr nett ist. Gut, ich muss sagen, ich habe die Woche auf Blackmoor, habe ich auch was verkauft und zwar irgendwas habe ich weiß schon gar nicht mehr, was ich verkauft habe. Ich glaube, irgendwie für 100k habe ich irgendwas verkauft. Ah, ich glaube, ich habe auch die PvP-Arena Achievements in Borales bzw. hier in der Saalor habe ich verkauft. Also nicht Arena für 3 gegen 3, sondern diese Arena, wo man diese hier eingeführt haben
in Boralos, beziehungsweise in Dazar'alohr mit den Titeln und so. Das verkauft sich ganz okay. Und ja, da habe ich auch noch mal ein bisschen Gold gemacht. Also, es ist nicht tatsächlich alles von Berufen, aber das Allermeiste tatsächlich. Ja. Ab und an finde ich auf Blackmoor auch noch mal Kunden für das ein oder andere, was man an den Mann bringen kann. Genau, jetzt schauen wir jetzt noch bei meinem Inschriften- bzw. Schneider-Char rein. Der hat auch noch mal ein bisschen was. Ja, hier 161.000 haben wir hier. Da haben wir sogar so ein Gefäß für 10k verkauft. Krass. Das ist ein Inschriftenkundler. Ist das eine Schildhand oder irgendwie sowas müsste das sein? Ich glaube, eine Schildhände sind es. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Genau, jetzt holen wir mal das alles raus. Auch die Kompendiums, ja, sind teilweise ein bisschen low im Moment. Hier habe ich die schon für mehr verkauft. 2k. Ja, also die Compendium-Dinger waren teilweise schon wesentlich höher, aber es ist auch nicht schlechtes Gold. Also von dem her nehmen wir das mal noch alles mit raus. Dann die anderen Server, wo ich unterwegs bin, Lothar Eredar, Equin, da mache ich ja mit Berufen nichts Extremes, da verkaufe ich nur so ein paar Pets und das lohnt sich jetzt eigentlich fast nicht, da reinzugucken. Heißt, das ist jetzt erstmal soweit der letzte Char. Ich habe noch einen VZ-Ingi-Char. Aber da nehme ich das Gold ja immer direkt raus, also da dürfte auch nichts im Postkasten sein. Jetzt haben wir hier, also der Inji-Char ist der Telar mit, ich glaube mit dem Akzent über dem E. Der hat 800k sogar, ja, nicht schlecht. Mit dem verkaufe ich halt alles Mögliche, auch das Inji-Mount unter anderem und solche Geschichten. Deswegen hat der auch ganz gut Gold. Jetzt sind wir hier bei 2 Millionen, fast bei 2,1 Millionen tatsächlich. Und jetzt schauen wir mal, was wir auf dem Account haben. Ach, warte mal, da müssen wir eigentlich fast alle gucken. Habe ich jetzt da nur die 110er gehabt? Ich habe nämlich da ja auch noch auf einem Low-Char Gold rumliegen. Dann sind wir bei 6 Millionen 14. Millionen und 14. Dann haben wir die Woche ein Plus gemacht von 1,679 Millionen, was nicht schlecht ist, und damit liegen wir bei über 10 Millionen wieder. Und ich komme so langsam meinem Magic Rooster Egg näher. Also irgendwie so, ja, je nachdem, wo man die Preise nimmt, 15 Millionen aufwärts kostet das auf jeden Fall, 15 bis 20, je nachdem, was für einen Händler man hat und ob er natürlich dann bereit ist, das Gold auf mehreren Servern zu nehmen. Aber ja, so langsam komme ich dem Ziel näher. Mal gucken, was jetzt 8.3 bringt, ob das dann noch vielleicht das ein oder andere Gold abwirft. Mir fällt gerade noch ein, ich könnte auch hier gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich hier theoretisch alle Chars. Ja gut, es ist marginal, ne, was ich da noch rumliegen habe. Obwohl ich es immer bei. Naja, es sind halt. Es ist doch nicht so marginal, wie ich dachte. Es ist halt. Es sind halt über. Naja, es sind halt knappe 200k, die ich noch auf irgendeinem anderen Char rumliegen habe. Aber ich habe sie bis jetzt nicht eingetragen, deswegen machen wir das jetzt auch nicht. Ich glaube, ich hatte mal Gold noch angenommen auf irgendeinem Low-Server. Genau, ah ja, hier Aleria habe ich noch 35k mal. Und ich habe, glaube ich, noch irgendwo einen anderen. Oder auch nicht. Okay. Keine Ahnung, wo das Gold da noch liegt. Flote habe ich nichts mehr. 15k oder so. Na gut. Das ist da. Teilweise habe ich ja mit den Chars. Ah, schau mal an. Ah, oh, ich habe auch Thrall Gold. Wo habe ich das her? Habe ich da irgendwas gesellt anscheinend? Ah, ich glaube, ich habe das Bienenmount einem hier auf Antuki zugeschustert und habe dann auf Thrall ein bisschen Gold genommen auch noch. Gut, okay, egal. Wir sind auf jeden Fall bei einem guten Plus. 1,6 Millionen für die lowe Woche ist auf jeden Fall ein guter Wert. Über 10 Mille sind wir jetzt und mal gucken, wenn das so weitergeht und vor allem dann auch mit 8.3 vielleicht nochmal ein gewisser Push nach oben geht, dann kann ich mir bald das Magic Rooster Egg kaufen. Vielleicht so in, ja, 5 Wochen, so 6 Wochen, irgendwie sowas. Je nachdem, wie gut, wir nach oben kommen und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann gerne im nächsten Video wieder. Dann schon mit Reports aus 8.3, auf was ich so setze. Meistens, wenn ein neuer Patch rauskommt, sind ja wieder gute Gelegenheiten da, um an Gold zu kommen. Und ja, mal schauen, was wir da rausfinden. Wenn ihr schon irgendwas habt, wo ihr sagt, hey, das und das, darauf ziele ich ab, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin für Vorschläge auf jeden Fall offen und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns wie gesagt im nächsten Video. Euch bis dann, ciao.